In großen Maschinen wirken viele Teile zusammen, große und kleine. Im Auto, in der Luftfahrt, in der gesamten Industrie. Damit Kordkappen und Zylinder, damit Flugzeugturbinen oder Generatoren perfekt arbeiten, müssen die einzelnen Bauteile präzise gefertigt werden. Die exakte Bearbeitung der Materialien übernehmen Zerspanungsmechaniker, weil überall da, wo gedreht, gebohrt, geschliffen und gefräst wird, Späne fallen. Der Fachmann nennt das Sotbus. Gearbeitet wird vor allem mit computergesteuerten Bohr-, Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen, wie schon fertig. Aber bevor man damit umgehen kann, lernen die Auszubildenden sozusagen die Handarbeit. Melanie, was wird hier gemacht? Okay, that's right. Den Rest macht er jetzt von allein. Trotzdem muss die Arbeit ständig überprüft werden. Na Stefanie, wie sieht's aus mit dir? 6,66666. Darf ich mal? Ja. Aber machst du das bitte noch? Ja. Okay. In diesem Beruf wird vor allem mit Maschinen, Geräten und Anlagen gearbeitet. Die meisten Arbeitsschritte werden selbstständig durchgeführt. Das erfordert Verantwortungsbewusstsein und so bloß. Steht auch irgendwo Schnittgeschwindigkeit? Ja. Und hier steht Schnittdaten 80 Meter Schnittgeschwindigkeit. Ja. Gut. Rechne mal bitte die richtige Drehzahl jetzt dafür aus. Wir rechnen 80 mal durch D mal Pi lautet 80.000 durch. Das ist die Formel für die Zahl. Ja. Timo hat die Drehzahl mit 1015 Umdrehungen pro Minute schnell mit einem Taschenrechner berechnet und die Maschine eingestellt. Jetzt kann er weiterarbeiten. Dieser Betrieb produziert Hightech-Maschinen und Anlagen für die Tabakaufbereitung, Filter- und Zigarettenherstellung. Bohrungen, Aussparungen oder Vertiefungen müssen auf den hundertstel Millimeter exakt an der berechneten Stelle sitzen. Es fängt immer mit einem Rohling an. Nach den Vorgaben in der technischen Zeichnung richtet Klaus die computergesteuerte Drehmaschine ein. Wie schnell sie sich drehen sollen, wo ihr Standpunkt liegt und welchen Bearbeitungsweg die Werkzeuge nehmen sollen. Mit dem Steuerungsprogramm wird jedem Stück Metall genau die Form gegeben, die es bekommen soll. Dafür gibt es diverse Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Kurse zur CNC-Steuerung oder zur Qualitätssicherung. Weitere Informationen zum Zerspanungsmechaniker bzw. zur Zerspanungsmechanikerin gibt es im Berufenet oder im Berufsinformationszentrum.